Ja, hallo Outdoor-Freunde. Hier nochmal stellvertretend Schutzhütter, wie es in unserer Region aussieht. Jeder, der hier schon mal war zum Günni Buschkrafttreffen, der kennt die ganze Situation. Sowas erwarte ich ja gar nicht im Harz. Als Cycling-Fan, das ist ja eher schon was für Familien feiern. Aber immerhin wäre es hier möglich, auch eine Wandertruppe hier unterzubekommen. Ja, dieses ist da leider im Harz nicht so möglich oder nicht vorhanden. Ihr habt nochmal sehr stellvertretend ein paar Hütten gesehen. Und die sind zum Teil in erbärmlichem Zustand. Ich möchte mal sagen, nicht nur zum Teil, sondern 50% müsste mal irgendwo überholt, eventuell vergrößert werden oder gar neu gebaut werden. Ja, auch diese Bremer Hütte hat ja noch die Funktion mit der Stempelkarte. Ja, und wenn er dazu meinetwegen zehn Leute kommen, da ist kein Platz, um mal bei schlechtem Wetter unterzukommen. Das ist das große Manko eigentlich gewesen. Wo man sagen kann, naja, ich habe mich schon immer gewundert, warum keine Overnighter gezeigt werden. Beziehungsweise, ja, irgendwo übernachtet wird, bloß nicht dort. Ja, zum Glück hatte ich ja diesen Biwaksack mit. Diesmal das Geartop-Biwi. Ist gar nicht mal so übel, wie man sonst immer nachsagt. Klar, bei diesen Temperatur und Luftfeuchte gibt es Kondensat. Aber ich muss dazu gestehen, es war nicht meine Isomatte, war nicht nass. Meine Kopfkissen waren nicht nass. Tja, das bisschen Kondens, was dann nur fand mal runterfloss, naja, die paar Tröpfchen, muss ich sagen, kann man rauswischen. Aber das ist noch dramatischer gewesen, dass ich sage, das Ding ist. Ja, im Gegensatz zu den meisten Meinungen, eine reine Wasserhölle. Da muss es wahrscheinlich andere Sachen geben. Ja, also ich bin mit dem Ding ganz zufrieden, möchte sagen, gut, 3,5 Jahreszeiten traue ich mir da aus zu. Ob es nur wirklich für eine Vollwintertour ausreicht. Die Erfahrung habe ich noch nicht. Denn wieso hier Winter in dem Sinne, wo ich sage, minus 15, minus irgendwas Grad, dann auch diese Extreme dazu, waren ja eigentlich nicht. Außer vielleicht auf dem Brocken oder am Brocken. Wenn ich aber nur bloß hoch, erstmal das schöne Wetter noch hier lockt hat. Und dann muss ich sagen, eine 13 Kilometer Tour, so wie sie da eigentlich für die meisten Pensionsgäste untergebracht wird, ja, kommt für mich eigentlich nicht so in Frage, hätte ich nach 2-3 Stunden wieder abhauen können. Das Schlimme ist ja, dass man dann oftmals anbietet, außer an dieser Plessenburg, dort haben auch Wanderer die Möglichkeit, bei schlechtem Wetter nicht sowas hier vorzufinden, aber eine regengeschützte Sitzmöglichkeit. Und nicht nur sowas hier. Das hier hört auf keinem. Das ist eigentlich No-Go für mich, mal so zu sagen, ich tue nur so eine Sitzbänke dahinstellen. Damit hat sich's. Das ist für mich ein Totschlagargument.
Ja, das war eigentlich auch der Hauptgrund, wo ich dann gesagt habe, erstmal diese Wanderautobahn dort. Also war ja wirklich erschreckend. Dann noch das der Umstand, dass ich da nur noch in der Nachtzeit, also zur Abendzeit 1,2 Grad hatte. Dann hat man ja da kaum die Möglichkeiten, naja, überhaupt ne, wat, irgendwas da aufzuspannen oder was zu stellen. Also, für die Region hätte ich mir was anderes, hätte ich was anderes, ehrlicherweise gesagt, was anderes erwartet. Gut, dann habe ich das Ilsetal durchlaufen, geplant. Im Kopf hatte ich 4 Tage, habe nur 2 Tage und 2 Nächte draus gemacht. Bin ich aber auch ganz, muss ich sagen, reicht für mich auch aus. Wo ich sage, okay, das war nur nicht, dass ich da hier gefroren hätte oder wie auch immer. Sondern für mich eine Vernunftentscheidung zu sagen, bei dem Wetter, wo man eh schon kaum oder schwer auf Betriebstemperatur kommt, müssen nicht so eine Wanderautobahn da sein, die dann nur aus Forstwegen bestehen. Ihr habt ja gesehen, dass ich selbst an diesem komischen Kruzifix bei Nebel erstmal gucken musste, wo es genau ist. Ist ja so unscheinbar. Und der Gang zum Beispiel nach und danach Ilsenburg in die Stadt, die ich ja da, naja, ich mache da nicht so eine Fotostories, mache ich nicht. Für mich war es mal wichtig, so rauszubekommen, ja, was kann man denn noch so alternativ laufen. Also am Ostersamstag hatte ja diese Touri-Info auf. Hab dann auch noch mal ein bisschen Kartenmaterial mitgenommen für weitere Ziele, die hoffentlich nicht so datenautobahnmäßig oder wanderautobahnmäßig aussehen. Das müsste man, muss man doch Tatsache mal genauer recherchieren. Dumme ist nur so, wohlgemerkt, auch am kleinen Brocken gibt es nur so eine Sitzbank. Da habe ich gesagt, gut, bevor da nur, ja, wenn die besetzt sind, das hat man ein bisschen schlecht. 3, 4 Leute haben da bloß Platz und dann der Rest hat Nähe. Ja, es ist immer erschreckend. Ja, Brocken. Hin, Brocken her. Wer mich kennt, oder ihr habt es ja gesehen, dass ich eigentlich Gaststuben, Gaststätten und so weiter und so fort möglichst meide. So war es auch beim Brockenwirt. Ich habe da mal kurz reingeschaut. Ja gut, die Hütte war voll laut. Eigentlich für mich als, naja, selbst wenn ich es haben wollte, als Trekking-Interessierter, ungeeignet, dort mal Pause zu machen. Dann nehme ich mal, brauche ich auch ein bisschen Ruhe, um mal abschalten zu können. Ist ja wirklich so Tagestouri-Sache, wo ich sage, nicht mit mir. Und damit hat sich das eigentlich schon mal dann erledigt gehabt. Ich sah, okay, ich brauch's nicht. Ich möchte es auch gar nicht. Ja, ihr habt's gesehen. Als ich die Actionkamera tatsächlich bei diesem, naja, bescheiden schönen Wetter rausgenommen habe, ist auch alles so, ist ja bei der GoPro genau dasselbe Problem. Schön, dass die ganzen Kameras Wasser und sonst wie geschützt sind, aber immerhin das Objektiv ja eigentlich da relativ ungeschützt rumläuft, so dass man jeder Wassertropfen oder wie auch immer dort hängen bleiben kann und im Nachhinein quasi das Bild ja, nochmal zur Wasserlinse macht.
werde ich mir auch noch mal was Kleines basteln, um die Optik vorne zumindest gegen das Tropfwasser, also gegen Wasser von oben, Witterungseinflüsse von oben zu schützen. Ansonsten fand ich es mit der Actionkamera ganz okay, auch bei so einem Wetter zu filmen. Die Qualität ist natürlich Bombe, fand ich zumindest. Und auch das Konzept hier mit den Akkus, die hatte ich ja alle schon vorgeladen. Da keine Ladeelektronik mit. Erstmal, wo soll ich es laden, wenn ich da keine Pension und nichts ansteuere? Zweitens, ist das für mich verschwendetes Gewicht und Platz. Und naja, kommt für mich nicht in Frage. Eine Powerbank hat genauso bei den Temperaturen zu kämpfen wie die Lithium-Ionen-Akkus allgemein. Es ging bei der Sony sogar besser als bei meiner kleinen Panasonic. Naja, aber notfalls, ich hatte da 4-5 Akkus mit von der kleinen Panasonic. Musste ja auch zwischenzeitlich mal kurz tauschen. Die erholen sich dann aber, wenn man die Temperaturen im Plusbereich wieder hat. Das ist eben der Umstand von Lithium-Ionen-Akkus, dass die eben Kälte noch weniger abkönnen. Aus meiner Sicht raus wie Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Aber es ist wahrscheinlich der ganzen Bauweise geschuldet, wie diese Dinger da drinnen funktionieren. Ja, man müsste vielleicht da irgendwie ein Wärme-Heatpad rumsetzen. Aber ob es den Aufwand dann immer lohnt, na, ich mach's zum Beispiel nicht. Ja, zu den ganzen anderen Spielsachen, der Benzinkocher, naja, sah er nicht mit Absicht, 1,2 Grad. Ja, selbst wenn er da einen Spielerskocher anbekommt, ja, das ist für mich eigentlich uneffektiv bei solchen Temperaturen, da mit einem Spielerskocher da was reißen zu wollen. Das war mir aber schon im Vorfeld klar, also Benzin. Ja, auch zum Wintergas. Ich habe es dann mal in Aktion gesehen, kurz vor dem Brocken. Habe den Leuten dann aber angeboten, hey, ich habe meinen Benzinkocher eh an. Wärmt doch ganz einfach mal eure Speisen dort auf. Oder euer Wasser. Ja, und das wurde dankend angenommen. Ja, muss mal ehrlich sagen, kommt zwar nicht oft vor, aber war ich überrascht, dass die Kollegen da nicht auf ihren Wintergas-ähnlichen Kocher da bestanden haben. Ja, dann zum Ilsetal selbst. Ja, wer da mal irgendwo in der Gegend ist, sollte das mitnehmen. Überhaupt keine Frage. Für Buschkrafter ist das möglich. Ich möchte mal sagen, ungeeignet. Also Feuer knicken noch und abheften. So richtig kommt der ja, weil das auch wieder ein Nationalpark ist, nicht in die Wälder rein. Und dann angesichts der Lage mit dem Ranger, ich habe es nicht umsonst erwähnt, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn er da ein Feuer entzündet, gibt es nur Stunk und Stink und Ärger. Ja, zu den anderen Spielsachen muss ich nicht weiter was sagen. Hab da den Minimalist mitgehabt, wo ihr merkt, der ist ein bisschen für den Graffiti 3 überdimensioniert. Aber wenn man die Dinger nicht mal so in der Praxis mitnimmt, wie wenn man das noch rausbekommt, dann ist das eben so. Hat ja trotzdem funktioniert.
Und das ist aber auch der Biwaksack. Habt ihr gesehen, die Hütte ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht ganz dicht gewesen. Das kann ja eigentlich bei, kann einem bei jeder Wanderhütte passieren. Und ich habe ja eine ungefilmte Freiluftübernachtung durch, wo ich das so ähnlich praktiziert habe wie auf meinen Herbsttouren, die ich mal gezeigt habe, oder auf der Hexenstiegtour. Nur, dass dann der Rucksack in der Mülltüte verschwunden ist, in so einer übergroßen, die eigentlich wahrscheinlich für Laub und Gartenabfälle robust genug ist. Die kann man auch notfalls unter den Biwaksack legen, wenn man noch eine zweite mit hat. Ich habe aber die Elefantenhaut ersetzt durch, ihr habt es ja gesehen, durchsichtige, naja, Milchglas, Milch hier, wie nennen die sich? Teich oder ja, Gewächshausfolie. Die ist erstmal leichter, lässt sich kleiner zusammenfalten und erfüllt eigentlich denselben Zweck wie die Elefantenhaut. Ja, von der Elefantenhaut muss man mal sagen, klar, man hat den erhöhten Durchstichschutz, gerade wenn man da mit so einer Matte wie ich unterwegs ist. Aber es ist ja eine Frage Gewicht. Und dann ist das Ding ja bei Temperaturen, die ich hatte, noch etwas störrischer zusammenzulegen als in so einer Teich- oder Gartenfolie. Ja, die Idee war damals aufgekommen durch den Ralf vom Ralf-Ralfsons-Kanal auf der Talsperrentour, die er gefilmt hatte. Und das habe ich dann auch mal so umgesetzt, oder gleich beibehalten. Funktioniert einwandfrei, lässt sich auch leichter zuschneiden. Und vor allem die Beschaffung ist wesentlich einfacher als eine Elefantenhaut heutzutage zu bekommen. Ja, natürlich bei Extremen, wo vielleicht die Isomatte draußen liegt, wie man im holländischen Biwaksack, würde ich so ein Ding auch noch mitnehmen. Dann nehme ich gerade da, erfüllt die ihren Zweck, dass sie Nässe und Durchstichschutz bietet. Ja, zu den ganzen Klamotten, ich hatte gar nicht mal allzu viel mit. Wie gesagt, Rucksack lag noch ein Longshirt in Merino. Da hatte ich ja von Decathlon, als ich die damals noch erwerben konnte, ein ja, Mischgewebe, ich sag's mal Mischgewebe aus Merino und Kunstfaser mit. Wobei der Merino-Anteil, glaube ich, 70% beträgt. Hat den Vorteil, die Dinger gehen nicht so leicht kaputt und erfüllen denselben Zweck wie ein Vollmerino-Shirt, die ja noch empfindlicher sind. Ja, egal was, auf dieser Tour hatte ich keine lange Funktionsunterwäsche mit. Was ist für mich erst sinnvoll, wenn Temperaturen kommen? Minus 10, minus 15, minus 20 Grad. Ja, die vier Reven Greenland oder Grönland. Ist nicht schlecht. Sieht auch immer ganz stylisch aus mit diesen Doppeltaschen. Sind aus meiner Sicht aber etwas zu weit auf die Oberschenkel gezogen, sodass man eigentlich beim Sitzen schlecht rankommt. Oder eben nur flache Gegenstände da unterbringen kann. Ja, das ist eine andere Seite, nur kann man nicht so meckern. Aber was ich feststellen muss, ich hatte damals mir eine Island mitgebracht aus Schweden. Das Material von dieser Hose, warum auch immer, ist wesentlich
ja, hat wesentlich länger gehalten als die Hosen der heutigen Generation. Es hängt damit wahrscheinlich zusammen, dass die nur noch ausschließlich irgendwo für den Fernost gefertigt werden. Und da, tja, ob man da am Material spart, an der Materialstärke, können ja die vier Reven, ja, Auftraggeber selber wissen. Da will ich mir gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Für mich aber in einer Kombination mit einer eventuellen Funktionsunterwäsche eignen die sich besser, als wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir eine Hose, die nur für den Winter ist. Denn nämlich das ist eine reine Winterhose. Die liegt bei mir im Sommer eigentlich unnütz im Schrank. Ja, auch auf einer Wanderung, wo man meinetwegen hochkommt, so ähnlich wie in Osterode damals war, unten noch 24 Grad Frühlingstemperaturen, so wie jetzt, und oben klappert's. Ja, mit einer Skihose, skiähnlichen Hose, möchte ich nicht bei 15 Grad oder 20 Grad plus laufen. Ja, für da oben zwar ihren Zweck, aber für mich zu einseitig. Also dann lieber die lange Funktionsunterwäsche, die man dann gegebenenfalls auszieht. Und kurze Sachen unterzieht. Ja, diese ganzen Experimente, Unterwäsche, außer ein T-Shirt aus Merino-Wolle. In dem Sinne ist noch angebracht, aber als Unterhose denkbar ungeeignet. Dinger halten einfach nicht. Sobald nehme ich mal ein bisschen, ja, man schwitzt ja nur doch unter den Sachen. Und da platzen wir doch nach einer 2-3-tägigen Tour die Nähte auf, weil Merino gar nicht schafft, überflüssige Feuchtigkeit abzutransportieren. Ja, also denkbar. Es wird angeboten zu gepfefferten Preisen. Kommt für mich aber nicht in Frage. Ich hatte so ein Ding mal, naja, geschenkt bekommen. Die Leute wollten mir eigentlich da mal was Gutes mit tun, aber im Nachhinein absoluter Schrott. Ja, das ist Synthetik. Funktionsunterwäsche erfüllt einen besseren Zweck. Und die tut auch ihren Job, das, was sie machen soll. Ja, der zum Esselrucksack, der war ja auch so, ihr habt ja gesehen, ich hatte den größeren mit. Ich habe dann auch nochmal umgepackt, habe den Biwaksack dann einfach mal in den Rucksack gestopft. Und damit konnte ich auch das etwas zu knappe Regencover dann überziehen. Ja, dann nehme ich das Regencover zum SLRU 5024 oder 26. Naja, ich meine, ihr müsst da mal genau schauen. Also, die haben ja so ähnliche Abkürzungen wie, ja, die, wie heißen die Messer? Ein Ganzo-Messer, ja, also, oder ein San Remo, also, die Nummern da bezeichnen, dann sollte man den Namen geben, wie das andere Hersteller machen, und dann ist das auch vielleicht okay. Ja, jedenfalls hatte ich das größere Teil mit und konnte da dann auch den Schlaf, also alles in einem Hauptfach unterbringen.
Ja, ich habe da keinen sogenannten Schlafsackfach vermisst. Ein Schlafsack, den hatte ich dann, weil ich muss mal sagen, wie es war, aus der Not heraus, dass ich den Packsack ja irgendwo verlegt hatte oder gar nicht farblich mehr in Erinnerung hatte. Ja, den habe ich dann einfach so reingestopft, damit ich das Teil, das mir nach minus 6 Grad Komforttemperatur bietet, die habe ich dann einfach so ein Kunstfaser, das ist ja ein Kunstfaser Schlafsack gewesen, den habe ich dann einfach reingestopft. Ja, die knapp 1,3 Kilo oder 1,2 Kilo, was das Ding wiegt. Ja, zum Typ muss ich immer sagen, werde ich euch nicht sagen. Die Dinger werden nicht mehr produziert. Und den hatte ich mir auch mal aus Polen oder Tschechien mitgebracht. Und warum soll ich sowas nicht nutzen, wenn es da liegt? Ja, wenn es kälter gewesen wäre, na, das ist ein weltberühmter Inlay. Ist aber nicht so passiert. Die Isomatte, diese leichte, macht ja dann auch diese 6, 7 Grad. Und in Verbindung mit einem Biwaksack. Ja, der bietet ja auch nochmal eine schützende Hülle rum. Da kann man auch so eine Sache mal mit aushalten. Das habe ich auch so praktiziert bei der Freiluftübernachtung. Ja, warum habe ich es nicht gefilmt? Für mich war wichtig, einfach mal die Sache so wieder mal an den Rand zu fahren, um mal zu sehen, wie sich das dort verhält. Da wurde ich auch nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil, der Biwaksack bietet einfach mehr Platz als die herkömmlichen Modelle. Und der Nachteil ist natürlich, der dritte Bogen erfordert ganz einfach mal die Sache, er muss mit Hering verankert werden, damit sich dieses ja, Mikrotent-ähnliche Gebilde auch ja, aufbaut. Das ist der einzige Nachteil. Ja, warum Biwaksäcke? Ich finde die Dinger einfach mal ein bisschen unauffälliger. Habe ich ja schon mal gesagt, bin es gewohnt, in den Dingern zu übernachten. Platzangst habe ich keine. Ja, und im Ernstfall wird ein Leichttarp übergespannt. Falls mal Wetterunbilden zu erwarten sind, und ist das für mich auch okay. Ja, nur ein Zelt also aufzubauen. Nachteil von den meisten Zelten ist ja mal so, gibt die Wassersäulen. Ja, was nützt mir das, die Wassersäule? Einmal frei, schön, 1200 Millimeter. Ist ja nur wasserdicht, aber wenn es da oben stürmt und schneit. Naja, ich habe es ja nur oftmals genug erlebt, dass sie eben doch nicht ausreichen. In so eine Wetterunbilden gesichert, auch über Stunden. Ja, erträglich zu machen, wollen wir das mal so sagen. Ja, was mich aber wirklich so gestört hat, und das ist so eine ja, diese ganzen asphaltierten, geschotterten Wege dort als die Wanderwege auszuschildern. Für eine Tagestour mag es ja noch gehen, aber wenn man da ein bisschen Gepäck mitschleppen soll, war wie ich mitschleppt, denkbar ungeeignet. Also mir unverständlich, wie man das so machen kann. Einziger Lichtblick war wirklich dieser Weg an der Ilse lang. Und deshalb habe ich dann auch gesagt, okay, mir reichen auch die 2 Tage und die 2 Nächte. Und dann ist das eben mal so. Ja, für mich ist das wirklich kein Scheitern. Scheitern hieß, wenn ich gesagt hätte, okay,
Ich fahre gleich so nach der halben Brockentour nach Hause und mache gar keinen Overnighter. Das wäre dann für mich Scheitern gewesen. Für mich war es eine Vernunftentscheidung zu sagen, ja, die Ziele, das, was ich haben wollte, sind durch gewesen. Auch am nächsten Tag war das noch neblig wie verrückt. Also man kann da wirklich mit 0 Stunden, Sonnenstunden taktieren. Und dann bietet einfach mal die Umgebung um Ilsenburg, Bad Harzburg, ja nicht so die Infrastruktur, möchte ich mal sagen, die ich mir gerne vorgestellt hätte. Vieles läuft so darauf hinaus, und mir sichert von unten, von den ganzen Pensionen, Hotels, mit einem leicht Tagesgepäck zu starten, ja, am besten noch da überall einkehren, in jede Gastwirtschaft. Und so ist eigentlich mal leider das ganze Konzept im Harz. Besonders dort in der Region gestaltet worden. Ja, das war auf der Hexenstiegtour nicht so. Ja, da muss sich nur jeder seine eigene Meinung bilden. Für mich war es nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Und zu einer anderen Sache, warum das Ilsetal? Ja, mich hat schon damals in der Schule so, dass die Harzreise, die mussten wir ja damals in der Schule lesen. Für mich war das einfach mal die Möglichkeit zu sagen, okay, das, was der Heinrich Heine zu damaliger Zeit beschrieben hat in seinem lyrischen Werk, ich möchte auch mal gerne miterleben, live und in Farbe sehen. Und das lohnt sich eigentlich auch. Deshalb auch die ganze Sache, dass ich diese beschriebenen Bäche, Flüsse mal ablaufen möchte. Und ich möchte sagen, als der Heinrich Heine diese Wanderung gemacht hatte, waren bestimmt noch nicht so diese Wanderautobahnen ausgebaut, wie sie heutzutage sind. Das ist eine Unsitte, zu sagen, wir machen hier bloß für Mountainbiker was, für Radler was. Und ja, der Rest kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, und das ist eigentlich so die ganze Sache, die mich da inspiriert hat, auch mal das Ilsetal zu laufen. Ja, mit diesen Worten, naja, viel an Material kann ich nicht, kennt er ja schon. Wie zum Beispiel diese wilde Faltbecher oder Fotocap. Ja, die werden ja nur auch nicht mehr bei Wildo hergestellt. Hieß mal so. Jedenfalls diese Machart hatte ich da die beiden mit. Dann das Cosi einfach als für den Minimalist. Hat den Vorteil, die Speisen kühlen nicht so aus wie vielleicht einem ungeschützten Edelstahl. Und ja, und eigentlich so bewährte Sachen, also nicht unnötig Elektronik damit hochgeschleppt. Ladegeräte brauche ich nicht, brauche da auch keine, ja, Actioncam mit, ach, den einen ganzen Schnickschnack, den es da gibt. Das muss eben reichen. Und wer eben mehr wissen will oder erfahren will, der muss da eben selber die Tour machen. Ja, und mit diesen Worten möchte ich mich auch dann verabschieden. Ja, den Kaffee, den er eigentlich als Gruß gedacht habe, den habe ich mal so verschlürft. Man möge mir das nachsehen. Und dann also wirklich zur nächsten Wanderung, sagt der Outdoor-Freak, winke, winke und tschüss.